Mitten im Nichts geht's hier um alles. Ich habe Jungs gesehen, die haben dann schon 24 Stunden durchgespielt und sind immer noch am Tisch. Boris Becker hat sogar eine eigene Suite, ist aber längst nicht der einzige Stargast. Sehr viele Prominente, wie Sido zum Beispiel, Karel Kott. Wir haben sehr hohe persönliche, manche Namen darf ich leider nicht nennen. Und auch Tausende, vor allem Deutsche, pilgern jedes Wochenende her, um im größten Casino Europas richtig abzusahnen. Ich kann nicht sagen, dass ich süchtig bin. Damit willkommen in Rosvados, oder besser gesagt Rosvegas, wo man mächtig auf dicke Hose macht, um dem Wüstenmecker in den USA nachzueifern. Oh. Witz? Wahnsinn oder Wahrheit? 8,5 Stunden östlich von Nürnberg, direkt hinter der deutsch-tschechischen Grenze, liegt Rosvados. Hier leben 703 Einwohner plus diverse Gartenzwerge. Zwischen halb zerfallenen Häusern, eindeutig zweideutigen Massagesalons und einem Pfandleihhaus steht das King's Casino Plus Hotel. Der Name ist Programm. Im Gegensatz zu draußen wird drin königlich geprotzt. 25 Millionen Euro Andy Warhol-Gemälde im Foyer. Und eine Präsidentensuite für 3.800 Euro pro Nacht. Aber Moment! Die meisten Menschen kommen her, um Geld zu gewinnen, nicht auszugeben. Wie an diesem Wochenende finden mehrmals pro Jahr internationale Pokerturniere statt. Tausende Profis pilgern dann in die Provinz. Wie die britischen Boys Antonio, Ali und Adam. Naja, bisher verlieren wir mehr, als wir gewinnen. Aber wir versuchen alle, das Preisgeld von 180.000 Euro abzusahnen. Dafür geben wir alles. Mindesteinsatz bei diesem Pokerturnier sind 550 Euro. 98% der Teilnehmer sind Männer. Da sticht Elena sofort ins Auge. Die gebürtige Russin lebt in Leipzig, ist Pokerprofi. Doch wie viel mit dem Glücksspiel verdient wird, das will uns niemand verraten. Ich bin sehr oft hier. Ich komme fast zu jedem so großen Event wie jetzt. Und ja, bin halt fast jeden Monat hier. Vorteile natürlich, dass man als Frau mehr bluffen kann, würde ich sagen, weil die halt mehr glauben. Aber andererseits auch, die wollen unbedingt gegen eine Frau spielen und sicher gewinnen. Also keiner lässt sich gegen eine Frau verlieren. Deswegen ist halt manchmal auch nicht so einfach. An der Bar treffen wir Udo und Anna aus Heilbronn. Dauergäste seit 10 Jahren. Was sind für sie die Pluspunkte der provinziellen Pokerhochburg? Dass es nicht so weit von uns ist und die Stimmung hier macht schon viel Spaß. Hier ist das, jedes Wochenende ist hier was los. Immer große Turniere, gutes Preisgeld und viele Leute halt. Und lockere Atmosphäre. Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Ja. In der Spielbank musst du halt immer einen Sakko tragen. Hier kannst du auch in kurze Hose und Bartschlappen rumlaufen, wenn es sein muss. Ja. Also tipptopp. Yep, ein Dresscode ist hier genauso viel Anzeige wie der Bling-Bling und Glamour von Las Vegas. Zumindest bei den Gästen. Das Gebäude indes hat direkt mal die doppelte Ladung Glamour abgesahnt. Wie das VIP-Spielzimmer, das uns Österreicher Tarkan Karadas zeigt. Inklusive Wellnessbereich und goldenem Deckendrachen für 250.000 Euro. Spieler können hier Privatsphäre genießen. Man muss 1 Million Euro Deposit anlegen im Casino, damit man hier Zutritt hat. Gemietet wird das Ding einmal pro Monat. Ist aber zu teuer für die deutschen Promis, die hier gern zocken, wie Sänger Sido, Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann und Boris Becker. Der nutzt gern die kostenlosen Massagen und hat sogar eine eigene Suite. Wer mal in Boris Bettchen schlafen will, die Nacht kostet 420 Euro. Übrigens, die Idee für den Provinz-Protzbau kommt vom russischen Eigentümer Leon Tschukernik. Selbst leidenschaftlicher Pokerspieler. Und mit Mini-Vegas hat er scheinbar ein Ass im Ärmel. Es hat die Atmosphäre von Vegas Casinos. Wir lassen hier immer frischen Sauerstoff rein, sodass man nicht müde wird. Das bringt uns tolle Umsätze. 300.000 Gäste kommen pro Jahr. Die sorgen angeblich für 350 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Einiges davon haben Hausfrau Anna und Unternehmer Udo aus Heilbronn in den letzten 10 Jahren hier gelassen. Und wie lief's heute? Ich bin aus dem Turnier rausgeflogen, aber ist nicht so schlimm. Was hast du verloren? 100 Euro. Wir sind Pokerspieler, wir haben Spaß dran. Uns gefällt das hier. Deswegen kommen wir immer wieder.
Also, wir fassen zusammen. Ross Vados fehlen zwar jeglicher Bling-Bling, Glamour und das Nachtleben von Vegas. Als Poker-Hotspot in der Provinz kann es aber glänzen. Und dafür fehlen Vegas die großartigen Gartenzwerge.